Guten Morgen, ihr Lieben, guten Morgen, hier bin ich wieder. Ach, wie schön, dass wir hier sein können. Dass wir erinnern können, es gibt einen neuen Moment, um zu vergeben, um die Liebe kennenzulernen, um mich so zu erfahren, wie mich Gott erschaffen hat. Weil wenn du die Welt anschaust, dann nach außen schaust, dann habe ich mir heute in der Früh so gedacht, dann kommt es wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Wir sind wieder an derselben Stelle. Jetzt wiederholen sich dieselben Geschichten. Immer wieder und immer wieder. Und noch einmal. Und sie nehmen vielleicht andere Formen an. Doch es ist immer dieselbe Geschichte. Es ist immer nur diese eine Geschichte, dass wir vergessen haben, was ich vergessen habe, dass Gott mich liebt, dass ich auf ewig ein göttliches Geschöpf bin und dass es nichts Besseres gibt, als wie mit ihm zu sein. In ihm zu sein und zu erkennen, dass ich in jedem Moment in ihm bin und er mit mir ist, dass es nichts zu fürchten gibt, dass er mit mir hingeht, wohin auch immer ich gehe. Es gibt nichts zu fürchten. Wenn ich auf die Welt schaue, dann gibt es jeden Grund, Angst zu haben. Dann schaue ich diese Bilder, schaue, dann habe ich jeden Grund, Angst zu haben, mich bedroht zu fühlen, mich einschließen zu müssen. Alles kann mich bedrohen. Ein unsichtbarer Virus, ein unsichtbares Virus kann mich bedrohen. In dem, wer ich bin, ich fühle mich bedroht. Und aus dieser Bedrohung heraus muss ich mich verteidigen. Was ist Angst? Angst ist nichts mehr als eine Verteidigung gegenüber der Liebe. Und das mache ich als Mensch. Ich verteidige mich. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor meiner eigenen Zerstörung, vor meinem eigenen Tod. Ich habe Angst vor Krankheit, Alter und Tod. Und ich erkenne nicht, dass dies nur Ideen eines Körpers sind, einer Körperidentität. Im Geist gibt es keine Krankheit, keinen Zerfall und keinen Tod. Was bin ich? Bin ich Geist oder bin ich Körper? Bin ich ein ewiges Geschöpf Gottes, das ich nicht verteidigen muss, das nicht bedroht werden kann, das im Frieden Gottes weilt, weil es nicht bedroht werden kann? Oder bin ich ein Körper, der in jedem Moment bedroht werden kann, deshalb nie frei von Angst sein kann, nie frei von Konflikt, nie frei von Sorge? Was bin ich? In dem können wir uns verbinden, in der Wahrheit, im Geist Gottes, der dein und mein Geist ist, sind wir bereits eins. Ein einziger Sohn, ein einziger Geist, eine einzige Liebe und eine einzige Wahrheit. Danke, dass du hier bist. In diesen tiefen Erinnern, in diesen tiefen Erinnern, dass es nichts zu fürchten gibt, dass es nie jemals was gegeben hat und nie jemals irgendwas zu fürchten gibt, weil das, was wirklich ist, nicht bedroht werden kann. Das, was du bist, was ich bin, kann nicht bedroht werden. Nur falsche Ideen, nur Illusionen können bedroht werden, weil sie zerbrechlich sind. Die Wahrheit ist nicht zerbrechlich, die Wahrheit ist stark, ist ein starkes Fundament,
ohne dieses starke Fundament, ohne diese Erinnerung, alles ist zerbrechlich. Und deshalb ändern wir unseren Geisteszustand in der Illusion, im Vergessen der Wahrheit dieses Fundamentes, ständig, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, von glücklich bis zu kompletter Depression. Wir kennen alle diese Zustände. Das Einzige, was wir sagen können, jetzt, sie sind vorbei. Jetzt ist die Wahrheit gekommen. Jetzt können wir uns erinnern. Genau hier und jetzt. Dass nichts bedroht werden kann. Dass dieser Geist Gottes in uns lebt. Und uns erhält und uns führt und uns beschützt. Und uns umsorgt. Strebe zuerst nach dem Himmelreich Gottes, zuerst nach der Wahrheit in dir. Und alles wird dir dazu getan. Alles. Alles wird dir gegeben. Jede Nahrung auf allen Ebenen wird dir gegeben. Der Kampf hat aufgehört. Ich muss nicht mehr kämpfen, weil ich mich nicht mehr verteidigen. Ich kann in Frieden sein. Ich darf in Frieden sein. Frieden ist das, was du bist, was ich bin. Was für großartige Nachrichten. Was für eine einfache Wahrheit. Es geht immer nur um Erinnern. Es geht immer nur darum Erinnern. Es gibt einen neuen Moment. Es gibt eine neue Wahl. Ich kann mich erinnern. Dann weiß ich, dass es nichts zu fürchten gibt. Dass ich da, wo ich bin, genau richtig bin. Dass dies Teil von Gottes Plan ist. Dass ich genau da, wo ich bin, gebraucht werde, um zu erinnern. Für das ganze Universum. Für die ganze Welt. Für die Tausenden, die hinter mir stehen. Erinnere ich mich. Ich würde es nie für mich alleine machen. Es wäre eine sehr undankbare, bedeutungslose Aufgabe, wenn ich es nur für mich machen würde. Ich mache es für das ganze Universum. Für die Tausenden, die hinter mir stehen, gebe ich ein Beispiel, dass nur die Liebe wahr ist, die Angst unmöglich ist, der Schmerz unmöglich ist, weil Gott mit mir ist, weil ich in ihm lebe. Nur deshalb kann ich glücklich sein, weil er mit mir ist, ich nicht alleine bin und ich nicht verloren bin im Universum, sondern er mit mir ist, ich mit ihm bin und wir alle eins sind, so wie Jesus in der Bibel gelehrt hat, du bist in mir, ich bin in dir und wir sind im Vater. Danke, dass du mir erlaubst, in dir zu sein, dass du in mir bist und dass wir im Vater sind. Keine Trennung. Es gibt keine Trennung. Die Trennung ist nicht wahr. Weil es keine Trennung gibt, gibt es keine Bedrohung. Was könnte mich bedrohen, wenn alles eingeschlossen ist? Bedrohung wäre unmöglich. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Wie wahr diese Worte? Das ist die Wahrheit. Wir erkennen sie an in unserem Herzen, in unserem Geist und freuen uns darüber, dass wir hier in diesem total erinnern, total geführt sind. Totale Unterstützung erfahren, das ganze Universum mich nur unterstützen will. Jede Gelegenheit, eine neue Gelegenheit ist, mich zu erinnern, dass das, was bedroht werden kann, nicht Teil von mir sein kann, sondern eine alte Erinnerung aus der Vergangenheit sein muss. Und die kann ich loslassen
und im Hier und Jetzt sein. Im Hier und Jetzt gibt es keine Bedrohung. Nichts kann bedroht werden. Weil nur die Liebe ist und die Liebe nicht bedroht werden kann. Und so sage ich dir Dank, mein lieber Bruder, für deine Geduld mit mir. Wie gesagt, es ist immer wieder dasselbe. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt und doch ist es im Erinnern immer neu. Es ist eine neue Erinnerung. Und ich danke dir so herzlich für dein Dasein, für dein Einssein und für deine Geduld, für deine Liebe. Danke. Und heute um 19.15 Uhr treffen wir uns auf ein Wundertreffen, auf eine Erinnerung. In unseren Herzen, in unserem Geist. Ich freue mich schon sehr. Bist herzlich eingeladen. Komm einfach so, wie du bist. Zeig dich einfach so, wie du bist. So bist du vollkommen, so wie Gott dich erschaffen hat. Danke, meine lieben Brüder. Ich umarme dich und Gott segne einen jeden von uns. Danke.